Psychedelic Entertainment. Fiktiorama Studios. Und damit heiße ich euch herzlich willkommen zu Dead Symphony City Tomorrow Comes Today. Ich habe ja schon ein Angezockt gemacht, falls ihr da mal reingucken wollt, die ersten 20 Minuten. Ist auch auf meinem Kanal, aber wir let's playen das Ganze jetzt. Ich bin mal gespannt, ist von Diadelic. Soll jetzt nicht allzu lange gehen, ist auch nur ein kleinerer Titel. Aber ich bin gespannt. Ich hoffe, der Sound passt so. Wenn nicht, dann schreibt es mir in die Kommentare. Und ich spiele das Ganze nur auf 27 in Anführungszeichen. Weil ich finde, das reicht eigentlich. Ich brauche keine 1080 unbedingt. Meines Erachtens. So, aber wir machen ein neues Spiel und dann geht's los. Und ich bin dann mal ruhig. Ich weiß es nicht. Es ist noch zu früh. Wir sollten ihn ruhen lassen. Er war wochenlang sehr schwach. Er kann nicht aufstehen, nicht reden. Denkst du, wir sollten einen Arzt rufen? Einen Arzt rufen? Hast du den Verstand verloren? Du hast recht. Hoffen wir einfach, dass er bald wieder aufwacht. Schon, mein Freund, halt durch. Streng dich noch mal an und bleib bei uns. Das ist besser. Was? Mich gerade versabbelt. Aber ja. Wach auf, Michael. Komm schon. Du musst aufwachen. Wie jetzt? Hallo? Ah, okay. Jetzt fängt das Ganze hier an. Ich fange mal unten an. Was passiert hier? Was ist das hier für ein Ort? Bitte, sag es mir. Bitte, Michael, wach auf. Wach auf. Bitte? Diese Stille. Diese Dunkelheit. Ich glaub, hallo's. Wo bin ich? Verdammt. Ich kann mich nicht erinnern. Wo bist du? Wo versteckst du dich? Michael, bitte wach auf. Du musst aufwachen. Jetzt. Bin doch wach. Michael, ist das mein Name? Bitte, sag mir, wo ich bin. Ich kann mich an nichts erinnern. Okay, wir haben anscheinend Gehirnerschütterung oder irgendwie sowas in der Richtung und können uns an nichts erinnern. Wer bist du? Wer ist da? Wach auf, Michael. Bitte wach auf. Wach jetzt auf. Wie jetzt? Willst du mich verarschen, oder was? Geh nicht. Bitte. Komm zurück. Komm zurück. Was soll das? Diese Stille. Frechheit. Diese Dunkelheit. Diese Leere. Und jetzt? Was ist hier? Aha. Nö? Was ist denn hier? Eine Öllampe! Was haben wir hier? Hallo? Hier war was. Irgendwas war hier gerade. Achso, das war die Öllampe oder was? Jo. Akt 1. Ein Lager voller Ratten. Guten Morgen. Servus. Ich hoffe, du fühlst dich besser. Aber... Nein, ganz ruhig. Ich bin froh, dass du dich stark genug fühlst, um das Bett zu verlassen. Das sind großartige Neuigkeiten. Ich muss sagen, du siehst schon viel besser aus.
Wenn man in Betracht zieht, was du durchgemacht hast, natürlich. Wer sind Sie? Ach, natürlich. Wo sind doch meine Manieren? Du bist jetzt schon so lange bei uns, dass ich vergessen habe, dass du gar nicht weißt, wer wir sind. Erlaube mir, mich vorzustellen. Mein Name ist Rod Atkinson. Ich bin, naja, ich war der Leiter des Grundbuchamts, bevor, naja, du weißt ja, bevor uns die Welt unter den Füßen weggebrochen ist. Ah, schön, Sie kennenzulernen, Mr. Atkinson. Aber... Okay, und damit sind wir sozusagen in der Story drin. Und... ja, wir sind hier so ein Gefangener, oder ich habe keine Ahnung. Irgendwie, ja, Gefangener nicht, wir sind irgendwie in so einem Lager. Und der scheint das zu betreuen, oder sowas. Irgendwie sowas in der Richtung, mal sehen. Wo bin ich? Was ist das hier für ein Ort? Wir sind hier an einem Ort, den ich vorsichtig unser Zuhause nennen würde. Unser bescheidenes und hoffentlich vorläufiges Zuhause. Dies ist einer der vielen Wohnwagen, aus denen das Flüchtlingslager besteht. Und glaube mir, wir können uns glücklich schätzen, in diesen vier Wänden wohnen zu dürfen. Die meisten Bewohner dieses Lochs, entschuldige bitte meine Ausdrucksweise, verfügen selten über mehr als Plastikplanen und Pappkartons. Einen Moment. Sagten Sie gerade Flüchtlingslager? In der Tat. Die Einrichtung zur vorübergehenden Unterbringung von Katastrophenopfern. So lautete die offizielle Bezeichnung. Damals, als die Armee nach der Katastrophe den Kriegszustand ausgerufen hatte, wenn du dich erinnerst. Du wirkst etwas verwirrt, wenn ich das so sagen darf. Weißt du wirklich nicht, wovon ich rede? Ich weiß nicht. Ich fürchte nicht. Bitte, sagen Sie mir... Okay. Also sind wir in einem Flüchtlingslager. Aber was jetzt hier genau passiert ist, das wissen wir nicht. Das versuchen wir gerade rauszufinden. Mal sehen. Können Sie mir sagen, was ich hier mache? Ja, natürlich. Ich denke, wir schulden dir eine Erklärung. Wir haben dich ein paar Tage nach der großen Welle in der Nähe des Flughafens gefunden. Du warst verletzt und bewusstlos. Wir konnten dich doch nicht einfach dort liegen lassen. Jemand hatte bereits dein Gepäck und deine Papiere gestohlen. Schrecklich. Also haben wir beschlossen, uns selbst um dich zu kümmern und haben dich hergebracht. Seitdem bist du hier bei uns. Übrigens sollte ich dir sagen, dass deine Kleidung vollkommen zerrissen war, als wir dich fanden. Es waren nur noch Fetzen, also haben wir sie weggeworfen. Was du jetzt anhast, ist von mir. Andere Sachen sind noch in dem alten Schrank. Wenn du etwas brauchst, nimm es dir einfach. Danke, Mr. Atkinson. Aber... wir sind komplett eine Person, wo niemand weiß, wer das ist und was los ist, weil keine Papiere, nix, Klamotten zerfetzt, alles. Also, gerade sehr, sehr mysteriös alles. Mal sehen, was da darauf zukommt. Die große Welle? Wovon reden Sie da? Wovon werde ich wohl reden? Die verdammte... entschuldige meine Ausdrucksweise, Explosion, die uns all dieses Leid auferlegt hat. Der Ursprung dieser widerwärtigen neuen Welt, die jetzt bis ans Ende aller Tage unseren Alltag bestimmt. Aber erinnerst du dich wirklich nicht? Hast du wirklich keine Erinnerung an all das? Ich fühle mich etwas schwach und schwindelig, Mr. Atkinson. Tut mir leid, Ich fürchte, ich kann mich an nichts erinnern. Ich verstehe. Es gab schon ähnliche Fälle wie dich hier im Lager. Versuch dich etwas auszuruhen und reg dich nicht zu sehr auf. Lass mich dir nur eines sagen. Vielleicht kannst du dich glücklich schätzen. Es gibt nichts Schönes in unserer neuen Welt, an das es sich zu erinnern lohnt. Okay, wieso bin ich denn hier? Also, wir fassen zusammen. Wir haben keinen Namen, wir haben keine Papiere, wir können uns an nichts erinnern, wir sind nichts im Prinzip. Krass. Krasse Session. Sie sagten bei uns?
Wer lebt hier sonst noch? Ach ja, natürlich. Ich habe dir meine Familie noch gar nicht richtig vorgestellt. Allerdings ist jetzt kein guter Zeitpunkt dafür. Aber ich verspreche dir, das später noch nachzuholen. Meine Frau und ich schlafen in dem anderen Raum. Und, naja, der kleine Colin schläft auch bei uns. Colin? Ja, Colin, unser einziges Kind. Und unser einziger Lichtblick seit der Katastrophe. Ich muss dir etwas gestehen. Colin ist der Grund, warum meine Frau und ich uns überhaupt noch darum bemühen, in dieser neuen Welt weiterzumachen. Wenn es ihn nicht gäbe, hätten wir schon lange aufgegeben. Ja, ich verstehe. Also war es die Stimme ihrer Frau, die mich vorhin aufgeweckt hat, richtig? Meine Frau? Nein, das musst du dir eingebildet haben. Meine Frau war die ganze Zeit bei mir im Nebenzimmer. Wir sind schon seit Stunden nicht bei dir im Zimmer gewesen. Aber ich bin froh, dass du dich jetzt besser fühlst und ganz bei Bewusstsein bist. Ich schätze, man könnte sagen, du bist wiedergeboren. Und obwohl die Umstände nicht die besten sein mögen, so ist allein am Leben zu sein heutzutage schon ein Luxus. Also, willkommen in unserem Heim. Okay. Stimmt, da war ja die Stimme am Anfang. Ja, wo kam die? Was ist das für eine kuriose Stimme wohl am Anfang gewesen? Wir wissen es nicht. Wir werden es wohl irgendwann herausfinden. Hoffe ich zumindest. Ja, wie es scheint, haben Sie mir das Leben gerettet. Ich bin Ihnen sehr dankbar, Mr. Atkinson. Oh, bitte. Du musst uns nicht danken. Wir haben nur getan, was wir tun mussten. Ich sehe es als unsere menschliche Pflicht, die ethischen Prinzipien der Zivilisation in dieser neuen Welt zu bewahren. Und bitte, nenn mich Rod. Und okay. Außerdem haben wir es auch für Colin getan. Was für eine Zukunft kann er erwarten, wenn wir einfach akzeptieren, dass jeder nur auf sich selbst gestellt ist und sich niemand mehr um seine Mitmenschen kümmert? Eine beängstigende Aussicht, findest du nicht? Wir tun, was wir können, um eine solche Zukunft zu verhindern. Den Orgasmus? Rod! Entschuldige, aber ich werde gebraucht. Nein, bitte, warte. Was geht hier vor? Geh noch nicht. Es tut mir leid, ich kann verstehen, dass du mir viele Fragen stellen willst. Aber jetzt ist nicht die Zeit dafür, glaub mir. Ich verspreche, jede deiner Fragen später in Ruhe zu beantworten. Aber jetzt muss ich gehen. Gott. Rod, bitte. Schnell. Okay, in Ordnung. Jetzt, wo es dir besser geht, kannst du rausgehen und dich im Lager umsehen. Aber bitte, sei vorsichtig. Jetzt? Die Welt, wie du sie kanntest, existiert nicht mehr. Hör auf mich. Fass nichts an. Rede mit niemandem und misch dich in nichts ein. Wenigstens bis dir jemand erklärt hat, wie diese neue Welt funktioniert, die uns die große Welle übrig gelassen hat. Da draußen hat sich alles verändert. In Ordnung. Danke für den Hinweis. Ah, eins noch, bevor ich gehe. Bitte? Jetzt bist du schon so lange bei uns und ich weiß nicht einmal, wie ich dich nennen soll. Wie heißt du? Wie ich heiße? Michael. Ich heiße Michael. Schön, dich kennenzulernen, Michael. Wir unterhalten uns später weiter. Das verspreche ich. Michael. So hat mich diese körperlose Stimme genannt. Das muss mein Name sein. Wach auf, Michael. Das ist alles, was sie gesagt hat. Und dann hat sie mich in dieser großen Leere ohne Erinnerungen zurückgelassen. Große Welle. Neue Welt. Flüchtlingslager. Was zur Hölle ist da draußen geschehen? Ich glaube, ich sollte da rausgehen und mich mal umsehen. Und damit sind wir jetzt richtig im Spiel sozusagen. Also, wir haben keine Erinnerung, wir haben doch einen Namen, den wir aber nicht wissen, ob das wirklich unser Name ist, weil der ja von irgendeiner Stimme kam. Und wir sind in irgendeiner Welt, wo irgendeine sogenannte Welle ausgebrochen ist, wo die Welt nicht mehr so ist, wie sie zu sein scheint oder wie sie vorher mal war. Und ja, also haben keine Papiere, nix. Wir sind ein Niemand im Prinzip.
Im Prinzip schon, weil wir haben hier einen Namen. Aber ob es wirklich unser Name ist, ist die andere Sache. Aber nun gut, jetzt geht's richtig los mit dem Spiel. Und jetzt wollen wir mal Point-and-Click-mäßig hier uns mal... Oh, hier war was. Hier. Ein Stapel aus Pfannen, Tellern und dreckigem Besteck, das gespült werden muss. Der ganze Raum riecht nach abgestandenem Essen. Normalzeit, hier will ich auch nicht wohnen. Mit diesem zersprungenen Glas in der Tür und der dicken Schicht von Dreck drauf, bezweifle ich, dass irgendetwas in letzter Zeit in diesem Ofen gebacken wurde. Ja, das denke ich auch. Machen wir auf das Ding. Wie jetzt? Ist da bestimmt was drin, oder? Ja, Topdeckel. Ja. Unter dem Deckel ist ein sehr abgenutztes Notizbuch versteckt. Das fällt ja schon fast auseinander. Es sieht aus, als hätte es jemand hier vor langer Zeit versteckt und dann vergessen. Aha. Dann wollen wir mal gucken, was das ist. Hier ist der Topfdeckel. Aus Metall und etwas verbeult. War mal der Deckel für einen großen Topf. Tatsächlich kleben noch ein paar Essensreste dran. Okay, und hier ist dieses Notizbuch. Ein altes Rechnungsbuch mit noch ein paar leeren Seiten. Was da drin steht. Wurde offenbar als Tagebuch benutzt. Und dann hat jemand fast alle Seiten rausgerissen und es im Ofen versteckt. Das kann man ja kaum lesen. Das ist ja übel. Das ist ja Kackschrift. Er hat wieder mit meinen Großeltern geredet. Meinen toten Großeltern. Seine, oh was, Geistesanwesenheit wird jedes Mal länger und beängstigender. Seine Mutter leidet zu sehr. Wir haben uns darauf geeinigt, die Waffe mit zwei Kugeln in der Trommel in die Keksdose zu legen. Okay. Gott vergibt uns, aber wenn er fort ist, wird es keine Zukunft mehr für uns geben. Das Grollen aus dem Riss am Himmel, okay. Verängstigend Coden? Coden? Immer noch, keine Ahnung, Coding oder sowas. Der Erhobene hat beschlossen, den Himmel aufzureißen und treibt seine Engel durch den Riss, uns zu betreffen. Zu bestrafen, so rum. Das sagt Reverend Bloke, er ist ein heiligender Mann. Okay. Mein Stab, meine Mitarbeiter, meine Vorgesetzten? Erinnert sich niemand mehr da draußen an Watt Atkinson? Das ist doch, Watt Atkinson war doch gerade der. Aber wir müssen stark bleiben. Für den Jungen. Wir können uns nicht von der großen Welle nehmen lassen, wer wir sind. Ist sehr interessant, muss ich sagen. Die Texte, die sind schon sehr aufschlussreich irgendwie. Bin mal gespannt, wie komme ich wieder raus? Hallo? Naja. Die Öllampe ist die einzige Lichtquelle in diesem Raum. Das Flackern der Flamme lässt alles so geisterhaft erscheinen, wie in einem Traum. Ja, wie in einem Albtraum. Jupp. Ich werde die Öllampe nicht löschen. Dieser Ort wirkt schon mit Licht finster genug. Okay. Schrank. Der alte Schrank, von dem mir Rod erzählt hat. Seltsam. Mit dem zersprungenen Glas in der Tür ist auch mein Spiegelbild zersplittert. Wie ein Foto, das man in kleine Stücke gerissen und erneut zusammengeklebt hat. Unmöglich. Er ist verschlossen. Ich fürchte, mein Gastgeber hat vergessen, ihn aufzuschließen, bevor er gegangen ist. Okay. Ungemacht. Ein deprimierender Anblick. Eine versiffte Matratze auf einem Bettrahmen mit dreckigen, zerknitterten Laken. Das ist das Bett, auf dem ich die ganze Zeit gelegen habe. Yep. Hallo? An diesem Fetzen sind Spuren von Blut, Schweiß und anderen Flüssigkeiten, die ich nicht identifizieren kann. Wenn dieses Laken jemals ganz weiß war,
Muss das vor langer Zeit gewesen sein. Vor sehr langer Zeit. Huch. Als ich an dem Laken gezogen habe, ist es an der Feder aufgerissen worden, die aus dem Bettrahmen ragt. Ich hoffe, Rod bemerkt es nicht. Wollen wir mal gucken? Nee, doch nicht. Ah, okay. So. Haben wir denn sonst noch irgendwas hier? Hier ist die Tür. Der Schrank. Oh, Familienfoto. Ein ungerahmter Schnappschuss direkt an die Wand geklebt. Zwei Erwachsene und ein Kind in einem großen Hinterhof. Lächeln in die Kamera. Einer davon ist Rod, mein Gastgeber. Okay. Und ist hier nicht mehr. Das ist natürlich schade. Schade, schade. Ich kann jemanden auf der anderen Seite flüstern hören. Rod hat sich drin eingeschlossen. Das hat keinen Sinn. Sie geht nicht auf. Ich habe gehört, wie Rod von innen den Riegel vorgeschoben hat. Okay, na dann gehen wir mal hier raus, oder? Mal sehen. Mein Gott, was zur Hölle ist denn hier passiert? Rod hatte recht. Ich weiß nicht, was hier passiert ist. Oh, fuck. Aber was auch immer es war, es hat diesen Ort in seinen Grundfesten erschüttert. Ohne Gnade. Was passiert jetzt? Du solltest dich besser verstecken, Kumpel. Weißt du denn nicht, dass es gefährlich ist, hier rumzulaufen, wenn die Reinigungsbrigaden in das Lager kommen? Du bist neu hier, oder? Ja, so könnte man das sagen. Willkommen in deinem neuen Zuhause. Ich bin Hank, aber alle nennen mich den Jäger. Ich bin Michael. Aber was geht da drüben vor sich? Nichts, Mike, reine Routine. Die Reinigungsbrigaden bringen nur einen Zerflossenen weg. Du weißt ja, wie das ist. Sie tun nur ihren Job. Ironischerweise gehört das Haus einem der Spitzel im Lager. Diese verräterischen Drecksäcke. Brigaden, zerflossene Spitzel. Ich weiß nicht, wovon du redest. Ich kann mich an nichts erinnern. Ah, du bist ein Gelöschter. Du solltest lieber schnell auf den neuesten Stand kommen, wenn du hier überleben willst, Mike. Such mich, wenn du Hilfe brauchst, Kumpel. Ich kann dir alles besorgen, was du brauchst. Egal, wo es ist, wie schnell es läuft oder wo es sich versteckt. Deswegen nennen sie mich den Jäger. Okay. Daran werde ich mich erinnern. Feiglinge, kommt zurück! Nehmt sie nicht mit! Wisst ihr nicht, wer ich bin? Wo? Sie haben diesen Mann kaltblütig niedergeschossen. Aber warum haben sie das getan? Hey, Hank? Hank ist weg. Ich fürchte, er ist weg. Krass. Krasse Session. Aber was passiert mit mir? Was ist das? Was zur Hölle geht hier vor? What? Oh Gott. Ich glaube, ich verliere den Verstand. Ich habe gesehen, wie hier irgendwas runtergefallen ist. Irgendwo hier. Aber... Alter, war das jetzt... Alter! Krass. Aber an der Stelle würde ich trotzdem sagen, wir machen eine Pause und sehen uns dann morgen wieder. In diesem Sinne, tschüss. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Kommentar da, lasst ein Abo da, ein Like oder was auch immer. Ihr wisst ja, wie das geht. In diesem Sinne, tschüss.